Hey, danke, dass du dich mit um das Geschirr bei uns in der Community kümmerst. Ich habe hier ein kurzes Einführungsvideo zum Thema Geschirrspüler. Ganz normal bedienen, in der Art und Weise, dass du das ganz normal voll machst, also alles vollstellst und so weiter. Dann gibt es hier drüben die Tabs. Einen Tab legst du hier in das mittlere Fach und achtest darauf, dass das Ganze dann zu ist. Geöffnet wird das Ganze über diesen kleinen Schnippus. Wenn das Ganze dann voll ist und du sagst, jetzt geht's los mit Waschen, dann schließt du den Geschirrspüler und bedienst ihn von links nach rechts. Das heißt, anschalten. Und das letzte eingestellte Programm war im Prinzip immer das ausgewählte. Du hast dann hier die Programmwahltaste, Kurzprogramm, wenig verschmutzt, 30 Minuten, dann hast du universal, circa eine Stunde und dann anderthalb für sehr stark verschmutztes. Du wählst dein Programm entsprechend aus und danach würdest du einfach hier draufschalten und schon geht das Ganze an. Du siehst hier immer die Restlaufzeit und die aktuelle Wassertemperatur. Dementsprechend nutzt du das Ganze dann und ich möchte noch einen wichtigen Hinweis geben. Wenn du ein Programm hast, was das Normalprogramm ist oder das längere Programm, dann hast du folgende Sache, nämlich es kann sein, dass sich dieser Greifarm, der hier ist, dann rausfährt, sodass die Spülmaschine ca. 10 cm offen steht. Das ist das Auto Open. Da ist es sehr wichtig, dass du das nicht einfach zurückdrückst, sondern dass du immer den Deckel einmal bis ganz nach unten machst und dann fährt sich dieser Greifarm hier oben automatisch rein. Das heißt, dieser Greifarm bitte immer hereinfahren, indem du das Ganze nach unten öffnest und dann fährt er sich rein und dann war's das. Ansonsten, wenn du Fragen hast oder ähnliches, wende dich an das Location-Team oder frage mich, ich bin der Achim. Ansonsten hast du hier vorne dann QR-Code für dieses Einführungsvideo und einen QR-Code noch dazu für die ausführliche Anleitung. Mach's gut, tschüss!